Gut, dann würde ich sagen, bauen wir die Erde irgendwo hinten ab. Also, die haben ja... Lass mich ganz kurz mal überlegen, dann rede ich auch schon weiter, philosophiere ich auch schon weiter. Laufen wir einfach mal dahinter. Das hat schon immer funktioniert. Wir haben immer wieder zurückgefunden. Haben wir auch, also... Haben wir. Das da können wir doch abtragen. Ja, das sieht kacke aus, das können wir abtragen. Ja, aber es ist halt wirklich... Ich verstehe das Shop- oder das Store-Konzept von Hollister einfach überhaupt nicht. Warum macht man bitteschön... Scheiße. Warum macht man bitteschön einen Laden auf, der dann dunkel ist? Aber das ist, glaube ich, generell so in Hollister Läden. Wie gesagt, ich war da nicht hin. Ich brauch's auch ehrlich gesagt nicht. Weil, ja, ich meine, Hollister ist schön, ja, aber... Ja, ne, 25 Euro für ein T-Shirt ausgeben, kann man machen. Richtig, muss man aber nicht. Und, also ich persönlich bin da eher der Meinung, muss man nicht machen. Und Leute, die darauf Acht legen, oder darauf Wert legen, wie teuer die Kleidung ist, die man anhat, das muss jetzt nicht sein, ne? Also die können auch dann mir getrost... keine Schaufel dabei, komm, die holen wir uns so schnell. Die können mir getrost am Arsch vorbei. Nee, ich weiß gerade nicht, wie ich es formulieren soll, weil ich ja kein Deutsch kann. Aber... Ja, also ich habe da halt so eine andere Einstellung dazu, wie einige oder viele, viele andere. Und ist halt immer so ein Thema, weißt du, kann man mal drüber reden, aber man soll es auch nicht zu weit ausbreiten, weil sonst könnte man sich da wirklich Stunden drüber unterhalten. Und da ist nicht so einfach, das Ganze. Aber was ich eigentlich damit sagen wollte, man hat ja momentan sowieso... Oder nee, ich muss anders sagen, man hat in manchen Kreisen bekommt man es sozusagen so übermittelt, als müsste man immer das Neueste haben. Ja, es gibt ja so diese Typen, diese Leute, die immer auf der neuesten Welle reiten. Ja, die müssen das unbedingt machen, die müssen das unbedingt, jetzt keine Ahnung, wenn irgendein... Nehmen wir doch einfach mal die Beats-Kopfhörer. Die sind qualitativ nicht so gut wie vergleichbare Produkte, die gut 100 Euro günstiger sind. Aber trotzdem kauft sich jeder. Und warum? Na, warum? Ja, weil dieses komische Beats bei Dr. Dre Logo da drauf ist. Und warum? Ja, warum? Warum ist diese Markengeilheit, die da so überhand nimmt momentan? Warum? Ja... Versteht auch, was ich meine. Ja, es ist halt immer diese absolute Markengeilheit. Ich habe hier, muss ich ja mal sagen, ich habe hier auch ein paar Skullcandy-Kopfhörer, aber auch nur deshalb, weil die bei Paul direkt für 20 Euro im Angebot waren. Ja, und ich habe Kopfhörer gebraucht, also habe ich mir gedacht, komm, wenn du doch, wenn die gerade in 20 Euro im Angebot sind, Skullcandy sind ganz gute Kopfhörer, also kannst du dir auch die kaufen. Das war jetzt eine B-Ware, da war die Verpackung beschädigt. Normalerweise kosten die irgendwie 60 Euro oder sowas. Und da war die Verpackung beschädigt, da war die Verpackung ein bisschen angerissen an der Seite, ein bisschen eingedrückt. Und warum? Naja, achso, das ist wieder diese Ebene-Kacke da. Ja, also, wenn ihr hier sowas habt, das ihr nicht aufnehmen könnt, ja, hängt es entweder in einer anderen Textur drin oder wie hier, ist es nicht hier auf der Ebene, sondern irgendwo da. Ja, das ist ganz komisch, oder da oben. Das ist mit diesem komischen lokalen Server. Ups. Da kommt das Ding nicht hinterher mit Berechnen. Ja, da kommt das Programm nicht hinterher mit Berechnen, wegen dem lokalen Server. Und... Ja. Nö, ich sag dazu gar nichts mehr. Ja, sieht er, da war es gerade irgendwie runtergefallen oder so. Und jetzt dürfen wir es auch aufgenommen haben. Ja, sieht jedenfalls mal so aus. Ja, man muss einfach immer, oder viele meinen, man müsste immer mit der neuesten Mode mitgehen und immer mit dem neuesten Scheiß da mitgehen. Und es ist einfach
Ah, es nervt manchmal wirklich. Genauso wie dieses komische. Ich habe das, glaube ich, schon mal. Ich habe das schon mal angesprochen gehabt. Dieses komische. Ach, wie heißt's? Hier, Etadi. Dieses. Das ist schöner, verdammt leise halt. Das ist ein Problem. Alles wirklich schön. Also komm, das machen wir jetzt extra mal lauter. Es geht wahrscheinlich gleich Hardrock los. Ja, aber zum Glück habe ich ja nicht so einen Freundeskreis, in dem das zählt. Wie viel Produkte von Beats man besitzt oder wie viel. Ich habe ja nichts gegen die Leute, die Beats-Kopfhörer tragen. Es gibt ja wirklich Leute. Es gibt ja. Also es gibt ja Beats-Kopfhörer, die sind wirklich gut. Also diese Beats Studio oder wie sie heißen. Die kosten 280 Euro und die sind wirklich in Ordnung, aber es gibt halt auch ähnliche, die kosten halt nur 150 Euro. Es steht dann halt Philips auf der Seite oder sowas, ja. Oder sonst irgendeine andere Marke, ja. Muss ja nicht immer Beats sein, ne? Einfach mal drüber nachdenken. Also ist doch wirklich so mittlerweile, oder? Man hat doch mittlerweile gar nicht mehr so den Drang, um mal wieder auf eigentlich das zurückzukommen, über das ich reden wollte, oder? Ups. Also, es ist so, dass wenn ich hinfalle, dass es dann leiser wird. Das ist interessant. Wahrscheinlich reißen wir uns da generell das Trommelfell. Dann hören wir alles nur noch so gedämpft, oder? Ach, ich weiß noch nicht. Gut, dass wir neue gemacht haben, ne? Ich hab nicht gedacht. Ja, ist halt, wie gesagt, so eine Sache. Man hat auch mittlerweile gar nicht mehr den Drang, auf Weihnachten überhaupt warten zu müssen oder auf Ostern oder sowas. Ups, falsche Taste. Also man hat, ja, oder wenn man sich mal so umhört, dann hat der mal das iPhone da bekommen und dann das. Ich weiß auch nicht, ob das so schön ist, ja, wenn man dann einfach mal alles mal so, weiß ich, ist ein bisschen ein komisches Thema. Gebe ich ja selbst zu, aber man muss auch mal darüber reden. Man muss auch mal richtig, ja, philosophische Themen ansprechen, wo wir da bei Pseudophilosophen waren. Ey, ich, irgendwann, wenn ich Facebook nicht benutzen würde, um wirklich mit Freunden in Kontakt zu bleiben oder auch um, keine Ahnung, auch Gronkh auf dem neuesten Stand zu bleiben und sowas oder generell auf dem neuesten Stand eben zu bleiben. Könnte ich mir wirklich überlegen, ob ich mir das nicht ab, ob ich mich dann nicht abmelde, weil. Ne. Ups. Es gibt halt mittlerweile so viele Idioten auf Facebook. Ohne Quatsch, so viele. Oh, ehrlich. Ja, ey. Ohne Quatsch. Ich könnte ja nicht wieder was erzählen, ja, aber. Nee, komm, ich umschreib's einfach mal. Ich umschreib's einfach mal. Und zwar, wenn man 18 wird, ja, freut man sich drüber. Ja, ist ja so. Wenn man 18 wird, jawohl, man ist 18, man ist endlich, das ist unabhängig nicht unbedingt, aber man darf Auto fahren ohne Begleitung, man darf, den Apfel könnten wir mal essen, ne? Moment. So. Erstmal wie die 7 da einfangen oder 8. So. Nase jucken, ja, Nase kratzen. Wenn man 18 wird, freut man sich drüber, ja. Man hat jetzt endlich mal mehr Freiheit oder sowas oder was auch immer. Ich meine, mir ist es jetzt eigentlich auch relativ, ja, es ändert sich jetzt nicht so viel. Auch als ich 16 geworden bin, hat sich jetzt nicht wirklich so viel geändert. Aber sei es drum. Jedenfalls freut man sich da ja drüber und denkt sich so, jawohl, ich werde 18 jetzt endlich. Nee, was machen einfach die netten Personen, nennen wir es einfach mal, von heute. Nee, sie beschweren sich drüber, wie einfach doch früher die Kindheit war. Und posten dann irgendein Kindheitsfoto. Und ach ja, es war doch früher alles so schön und so. Und dann besoffen am nächsten Tag irgendwo rumliegen. Ja? Wem fällt der Fehler auf? Ja, na, das ist so das, was ich immer wieder zu sagen pflege, diese Pseudophilosophen auf Facebook.
die einfach nur Attenzione brauchen. Kommt das scheiß Blümchen, da kacke ich euch mal drauf. Kackblümchen. Ich hab da früher immer mal so einen Winkel, wo man halt schnell abbauen konnte. Gibt's aber, glaube ich, mittlerweile nicht mehr. Schade eigentlich. So. Ne, anstatt sich drüber zu freuen. Jawohl, man ist 18. Nee, auch noch darüber aufregen. Ja, es war doch früher alles so einfach. Dafür hat man keine Sorgen gehabt. Und, boah, ohne Quatsch, kann ich immer mit der flachen Hand, ja. Ihr kennt das ja bestimmt auch. Also so... Ah, oh Gott, nee, das nervt so abartig ab. Da kann ich so drauf sagen. Scheiße. Ist könnte kosten. Komm, wir machen wieder etwas lauter die Musik. Und feiern eine dicke, fette Samba-Party. Ich kann übrigens keine Samba-Tanze, ich muss das noch lernen. Aber ich werde das alles noch lernen. Demnächst. Eventuell. Muss ich fragen. Nach Samba-Stunde. Ist einfach schön, die Musik. Ich freue mich dann auch immer, wenn so Polka kommt. Das ist übrigens jetzt live hinter mir eingespielt. Ja, ich habe die mexikanische Band. Also, José's... Wer es ja nicht weiß, ja, José's Vater ist ja ein kubanischer Anwalt. Und über den... Also, José Manuel González Vater ist ja kubanischer Anwalt. Und der hat in... Warte, wie war das nochmal? Der hat irgendwie im Urlaub oder so eine Mexikanerin kennengelernt und dann kam es eben zu José Manuel González und der hat früher in der Band gespielt, ja, und der hat jetzt seine alten Bandkameraden da eingeladen und die spielen jetzt da gerade hinter mir im Hintergrund. Fand ich schön. Habe ich gesagt, komm, kannst du machen. Bin guter. Schön, ne? Also, freut mich. Es sieht natürlich auch schäbig hier aus. Aber, das ist jetzt relativ egal, weil wir hier halt, weil wir uns ja hier nicht so oft aufhalten. Boah, kotzt mich aber gerade an, dass es so leise wird im Hintergrund. Ich weiß nicht, ob das nur auf meinen Kopfhörern so ist. Ist einfach herrlich. Ne, die Seeds, die können wir eigentlich noch gebrauchen. Brauchen? Die zwei Pfeile oder hier wieder der komische Knochen. Ich weiß gar nicht, wo die überhaupt herkommen. So, so, so. Ja, die spielen das halt jetzt hinter mir live ein. Ich hab gedacht, komm, kannst du doch mal machen. Da brauchst du es nicht so blöd von der... von dem Musikplayer da abspielen lassen. Wenn du die schon mal... Wenn du schon mal illegal mexikanische Einwanderer... in deinem Zimmer stehen hast, kannst du die doch auch mal spielen lassen. Ich meine, was soll's? Darüber. Ne, hab ich mir gedacht. War doch eine gute Idee. Ich würde sagen, wir müssen noch bis mindestens mal hier hin. Also muss diese Birke da weichen. Boah, ich hau mir die ganze Zeit meine Nase am Popschutz an und das kitzelt dann immer so. Ah, unangenehm. Ja, kitzeln ist unangenehm, meine Damen und Herren. Falls Sie es noch nicht wussten, kitzeln ist unangenehm. So, José ist jetzt auch mal wieder gut. Ach so, bist ja eh gleich fertig, alles klar. Und ja, wir sind ja hier Integraciones Pures. Also kommt da hinterher gleich mal noch, ich weiß nicht, was, wo es war. Ach ja, genau hier. Oder was ist das da? Ah, das war's gerade, ne? Nee. Da muss man nichts mehr zu sagen, oder? Ist jetzt ein bisschen laut, ich weiß, aber ich lasse es jetzt extra mal so. Wird ja auch immer leiser, wenn ich jetzt hier was baue. Alter, wer kommt denn auf so eine Musik, ey? Warte mal, ich will ganz kurz noch mal was ausprobieren. Ach, obwohl, das mache ich schon anders. Da muss man übrigens auch aufpassen, dass man sich da nicht verletzt beim Aufbauen. So. Nee, also.
ich muss gleich wieder Musik leiser machen. Moment. Das hört sich an wie so der Anfang von einem 90er-Jahre-Lied. So ein 80er, Ende 80er, Anfang 90er. So, people are people. Oder sowas. Das könnte so sein. Oder auch Sledgehammer oder sowas. Auch wenn Sledgehammer, glaube ich, schon ein bisschen älter ist. Boah, was wir Erde hier brauchen, das gibt's ja nicht. Also es ist mit Abstand dieses größte Erde-Projekt, was wir bisher hatten. Und es wird auch schon wieder knapp, also... Ach du Kacke. Das müssen wir ja alles jetzt noch realistisch aussehen lassen, ne? Das wird nicht einfach, vor allem weil es hier halt so eine Klippe dann ist. Boah, die Bäume nerven halt auch. Das ist das Problem, wenn man am Waldbiom spawnt. Da müssen wir ja ein bisschen tricksen hier. Ich muss mich ganz kurz ein bisschen konzentrieren, aber dann geht's auch schon weiter. Wir könnten dann halt hinten... Wir könnten die Baustelle auch erstmal lassen. Oh, das ist Junkyard irgendwas. Oh, nice. Das sind alles so neue Lieder, die ich irgendwann mal reingemacht habe. Aber das denke ich auch schon länger her. Wir können hier erstmal die Baustelle so ein bisschen hinten rumhängen lassen. Let everything hang loose. Will ich mal hier als Devise ausrufen. So. Und hier machen wir mal ungefähr bis dahin, ne? Ups, oder wo habe ich wohin, bis wohin habe ich gesagt? Ja. Also es dürfte erstmal reichen und da stellen wir jetzt ein Haus drauf. Warum? Einfach um das ein bisschen, ja, dorfmäßiger alles mal zu machen. Ich hasse das eigentlich, wenn da so ein Haus allein rumsteht. Man hat keine Verbindung zu anderen Häusern und so. Ist da nicht ganz so schön. Finde ich, bringt auch jetzt nichts, wenn man da nur ein Haus rumstehen hat. Dann baut man dann lieber noch eins hin, was man vielleicht nicht unbedingt braucht, aber ist ja egal. Und Grasgeräusche sind ja richtig kacke. Die hört man eigentlich nicht, weil die relativ leise sind. Aber ich habe sie ja vorhin ein bisschen hochgedreht. So, und jetzt müssen wir aber überlegen. Das Haus da hinten ist komplett aus Holz. Das hier auch. Dann würde ich sagen, machen wir das halt auch aus Holz. Aber mit ein paar Steinelementen drin. Ah ja, genug Holz haben wir ja auf Tash. Sand können wir mal ein bisschen braten. Ach, da ist noch ein bisschen Glas drin. Sand können wir aber auch noch etwas hier in den Ofen werfen. So, mach mal die Hälfte. So. Haben wir oben noch irgendwas? Was wir bräuchten? Sattel. Wir könnten übrigens auch mal wieder Schweinejagd gehen, das meine ich jetzt ernst. Also, wir müssen eigentlich mal wieder Schweinejagen gehen, weil... Oder wir müssen mal wirklich erfolgreich Schweinejagen gehen, weil... Die Kühe alleine machen uns ja nicht glücklich, würde ich mal sagen. So, wie bauen wir das jetzt? Bauen wir das jetzt hier so ungefähr? Ich würde sagen, wir bauen das nicht so mittig vorne dran, sondern ungefähr hier so. Okay, eins... 2, 3, 4, 5, 6, wieder dieses komische, naja. 7, 8, 9. Ja, das reicht. Oh Gott, das fehlt aber. Moment, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Das wäre halt so ein... Quadratisches Haus möchte ich aber eigentlich nicht, deshalb machen wir hier noch 10, 11, 12. So. Jawohl, ja, langsam, ruhig, langsam, ja, gleich geschafft, langsam. Über das Ziel hinausgeschossen. Ach ja. Langsam, aufpassen. Da hinten schütten wir halt jetzt gleich noch ein bisschen. Pseudo-mäßig auf. Ich mag das Wort Pseudo irgendwie. Keine Ahnung.
Da machen wir halt irgendwie noch sowas hier. Das ist definitiv aber kotzen ist das doch. Was laufen wir mal hier rum, darum. Hier rum, Löffelstiel. Wo kommt das jetzt schon wieder her? Ach genau, Bibi Blocksberg. Ach ja. Ist einfach immer wieder herrlich. Aber darüber rede ich jetzt nicht mehr über irgendwelche Kinderserien oder sowas. Kommt schon zu oft vor. Vielleicht irgendwann mal, wie gesagt, wenn Wette und so. Da wird es Gesprächsstoff geben, das glaubt ihr nicht. Ich glaube, aber mittlerweile kann man sich wirklich auch schon denken, ja.